Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Half-Life Opposing Force, meine Lieben. Ja, eine weitere Aufnahmesession von einem Retro-Spiel und zwar diesmal Half-Life Opposing Force. Half-Life 1 haben wir jetzt schon durchgezockt, Half-Life Blue Shift, Entschuldigung. Und jetzt ist Opposing Force, der letzte Teil der Anthologie, sozusagen dran. Ist im Jahre 1999 erschienen. Und hier gibt's auch einige neue Monster. Das heißt, die wurden extra für dieses Spiel nur kreiert. Und ohne lang zu schnacken, fangen wir jetzt direkt mal an. Wir machen aber auf einfach, weil auf Mittel hatten wir ja jetzt schon Half-Life 1 durchgezockt. Und ich kenne dieses Spiel absolut null. Ich hab's, glaube ich, einmal gezockt, aber nie weit. Aber Half-Life Opposing Force. So, und deswegen nur auf einfach erstmal. So. Mission geheim. Habt ihr gesehen, wo wir gerade lang geflogen sind? Oh nein. Können wir laufen? Nein, wir können nicht laufen. Wir stürzen gerade mit dem Helikopter ab. Und habt ihr gerade das erkannt, wo wir vorbeigeflogen sind? Das war aus Half-Life 1, wo der Helikopter auch nochmal kam und wir mit der Bazooka da, mit der Panzerfaust drauf geschossen haben. Und wir sind abgestürzt. Mitten im Kriegsgebiet von Black Mesa. Und ich glaube... Ja, jetzt geht's richtig los hier zur Sache. Der einen Anfang ist ein bisschen von Half-Life 1 war ein bisschen zähfließender als dieser. Dieser hier geht ein bisschen schneller. Naja, okay. Die setzen sich hin wie in Half-Life 1 und Half-Life Blue Shift, leider. Es ist ja die deutsche Version, die ist zensiert. Willkommen in Black Mesa. Again. Schneewittchen ist aufgewacht. Sie sind Corporal Shepard, stimmt's? Ich habe das Schild auf Ihrer Uniform gelesen. Bin ich froh, dass meine Wiederbelebungsversuche nicht umsonst waren. Für den anderen kann ich das leider nicht behaupten. Ich fürchte, Sie hatten einen ziemlich üblen Unfall. Die meisten Ihrer Freunde haben es nicht geschafft. Ich hatte gehofft, dass Ihr Soldaten gekommen seid, um uns zu retten, aber jetzt sieht es so aus, als säßen wir alle in derselben Patsche. Ich glaube, ich habe in der Nähe, wo ich Sie gefunden habe, ein Funkgerät gesehen. Vielleicht können Sie hingehen und um Hilfe funken. Gut, machen wir. So, gab's hier auch ein Easter Egg? Ich will nur mal gucken. Aber wir haben auch keine Taschenlampe gerade. Hier ist auch was zerstört. Also wir sind jetzt wieder in Black Mesa. Aber diesmal als US-Militärs. Hier ist übrigens lustig, dass der gleich daneben liegt. Grafikfehler und so gab's immer in diesem Spiel. Da kommen wir nicht durch. Diese
Schurken eine einzigartige parasitäre Strategie, finden Sie nicht auch? Strategie? Strategie heißt das. Die Krebswesen nennen sich übrigens Headcrab, weil die sich auf Köpfe fressen. Haben Sie jemals eine so fantastische Spezies gesehen? Diese Krebswesen können das Nervensystem ihres Wirts völlig kontrollieren. Können Sie sich vorstellen, wie die nächste Stufe dieser Mutation aussehen wird? Ja, liegt doch da, ne? Das ist die nächste und letzte Stufe. So, wir haben jetzt hier erstmal unseren Powersuit. Oder beziehungsweise unsere Rüstung erhalten. Kommen wir jetzt durch die Tür? Nein, immer noch nicht. Okay, dann müssen wir doch einen anderen Weg einschlagen. Hier kommen wir auch nicht durch. Gehen wir jetzt hier gerade wieder zurück? Nein. Hilfe! Vor allem, er sagt no. Alter. Das ist die nächste Stufe dieses parasitären Blöds. Übrigens da vorne auf diesem PC, den ihr da seht. Ich hoffe, da kommt jetzt noch nicht durch. Aber da vorne auf diesem kleinen PC ist so ein Ultraschallbild von einem Baby eines Entwicklers. Nur mal so als kleinen Funfact nebenbei. Wir gehen mal lieber hier weiter. Bevor der uns jetzt wirklich hier noch... So, da ist wieder einer. Der Duft der großen weiten Welt. Mhm. Dann mal los. Guten Tag. Dann lass uns mal losgehen. Ich habe immer noch keine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche ganz dringend eine Waffe. Sonst fühle ich mich hier so schutz- und hilflos. So. Du hast die Panzerweste also gefunden. Damit dürftest du da draußen einigermaßen sicher sein. Also, ich habe gerüchteweise gehört, dass ihr Jungs uns hier vielleicht nicht retten sollt. Vergesst einfach nicht, dass wir noch hier sind. Na gut, vielleicht soll ich den Schrank da drüben bewachen. Welchen Schrank? Und wir sind hier, um euch zu töten eigentlich. Aber jetzt machen wir gerade gemeinsame Sache. Gut, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Heißt das ja so schön. Hier ist übrigens die Rohrzange, die kam das erste Mal hier zum Einsatz. Das zweite Mal hat man sie dann in Bioshock gesehen. Hier ist es nämlich nicht die Brechstange, hier ist es der gute alte Klempner, die gute alte Klempnerzange. So. Hier konnte man die Spiegel kaputt schlagen und eine Kettenreaktion dadurch auslösen. Vor allem, wir haben Nachtsichtgerät, wir haben keine Taschenlampe, wir haben Nachtsichtgerät. Finde ich auch cool. Können wir eigentlich wieder zurückgehen? Okay, wir kommen nicht mehr zurück zu dem Easter Egg. Ich dachte, wir klatschen jetzt mal das Zombie da noch weg. Aber das geht nicht. Gut, dann machen wir hiermit weiter. Ich gucke aber erstmal lieber hier noch in der Ecke, ob hier nicht eventuell doch noch irgendwas liegt. Nein. Gut, wir haben hiermit übrigens auch den Strom abgestellt. Deswegen ist das eine Kabel da gerade und nicht mehr unter Strom gewesen. Alter, ein Aufladeschlag. Wir können ihn aufladen und dann richtig fett schlagen. So, wir haben schon 10 Leben verloren. Es ist jetzt natürlich nicht so prickelnd, aber wir sind ja auch hier... ach, guck mal, da war ja auch Leben. Weißt du was? Ich speichere jetzt direkt hier. Wir sind ja auch hier gerade erst hoch am Anfang. Ich habe aus Versehen jetzt gerade was... Ich höre Schritte. Was sind das für Schritte? Okay, das Ding ist kaputt. Ist die Tür jetzt dann offen oder nicht? Oder müssen wir hier weiter? Wir müssen, glaube ich, hier weiter. Vor allem da ist noch ein Wachmann. Der macht uns auch nicht einfach die Tür auf. Er hat uns zumindest registriert. Hallo? Hat sich hier eingeschlossen scheinbar. Gut, dann gehen wir doch hier oben. Lang, wo wir als erstes lang wollten. Daten werden geladen. Ladedaten. Immer noch keine Waffe. Mann. Wo kriegen wir sie denn? Okay. Wieder ein bisschen
Jumpen. Zack, wieder hier an den Klippen entlang. Ne, das meinte ich auch vorhin, ne, als wir da mit dem Dings vorbeigeflogen sind. Ach, guck mal hier. Hier sind wir. Als wir vorhin da an den Klippen vorbeigeflogen sind, ne, da sind wir an dieser einen Stelle halt vorbeigeflogen, wo wir... Ah, ein Messer. Cool. Ein Messer. Da sind wir genau an einer Stelle... Okay, hier brauchte ich nicht rüber. Da sind wir genau an einer Stelle vorbeigeflogen aus Half-Life 1. Also hier auch wieder Referenzen zum ersten Teil. Geil, jetzt haben wir mal ein Messer. Ist auch mal was Neues. Soweit ich weiß, auch das erste Messer überhaupt. In einem Spiel. Aber Rohrzangen sind cooler. Ah, hier ist unsere Absturzstelle. Was war das? Na, hier, wir haben hier den Zaun durchbrochen. Danger, High Voltage. Oh, wir kriegen schon... Auf dem Helikopter kriegen wir schon Schaden. Tatsache. Dann lade ich mal ganz kurz. Ha! Diesmal haben wir keinen Schaden gekriegt von dem Viech. Die Rohrzange ist aber irgendwie cooler. Die hat irgendwie mehr Style. So, hier haben wir... Was war das für eine Explosion? Danger, High Voltage. Da kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Aber hier ist unsere Absturzstelle. Das heißt, wir sind jetzt wieder quasi am Anfang vorbei, wenn du so willst. Da hinten müsste auch irgendwo diese Klippe sein, die ich die ganze Zeit meinte. Alter, ich hasse Headcrabs. Naja, wir haben zwar ein bisschen Leben verloren, aber immerhin hätten wir natürlich auch besser lösen können, aber immerhin sind wir hier. Aufladen, kaputt schlagen, aufladen, kaputt schlagen. Oh, aufladen, kaputt schlagen. Munition für eine Waffe, die wir noch nicht haben. Hier ist nichts. Wir haben immer noch keine Waffe. Aber hier ist ein bisschen Leben. Speichern wir mal ganz kurz. Hier wäre auch nochmal Leben gewesen, falls wir viel verloren hätten. Und ich schätze mal, wir müssen da durch. Durch diesen Lüftungsschacht. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, dass wir hier keine Dings haben. Oh. Keine. Keine. Taschenlampe. Das wollte ich sagen, sondern nur Nachtsichtgerät. Aber Nachtsichtgerät hat auch irgendwas für sich. So, hier ist wieder dieses High-Voltage-Gedöns. Hier haben wir unsere erste Waffe. Na toll, wir kriegen hier voll den Mega-Damage gerade. Wir haben unsere erste Waffe und voll den Mega-Damage bekommen. Kommen wir jetzt hier durch? Nein. Ah, nee, aber da hinten ist der Elektrozaun doch jetzt ausgeschaltet. Das heißt, wir kommen jetzt darüber, wo wir abgestürzt sind. Alter! Wir haben hier auch eine ganz, ganz andere Waffe. Mit anderer Munition. Haben wir hier Auto-Aim? Weiß ich gerade gar nicht. Auto-Aim war nämlich in den anderen Teilen auf jeden Fall vorhanden. So, wir haben ja Schaden gekriegt, deswegen nehmen wir hier alles mit. Schauen wir mal, was... hier ist das Funkgerät. Aber bevor wir das Funkgerät benutzen und an die Leitstelle funken, gucken wir mal eben, was in den Kisten ist. So, da ist Munition. Die ist langsam. Die ist sehr langsam, macht aber dafür auch übelst viel Schaden. So. Nix. Nix. Ein Medikit. Und nochmal nichts. Obwohl das so aussieht, als würde hier Essen und so rausploppen. Naja. So, dann benutzen wir mal das Funkgerät und gucken mal, ob Hilfe kommt. Shepard, Sie leben noch. Hören Sie, uns hat es ziemlich übel erwischt und wir haben den Befehl, uns zurückzuziehen. Wiederhole, wir ziehen uns zurück. Anscheinend haben Sie mit Black Mesa jetzt was anderes vor. Wenn Sie es schaffen, durch das Transitsystem zu kommen, können Sie vermutlich die Oberfläche erreichen. Und da holen wir Sie dann raus. Viel Glück. Ende. Wir sind bereits an der Oberfläche. Das ist ein logischer Fehler. Wir sind bereits an der Oberfläche gewesen. Jetzt müssen wir durch Black Mesa an
übers Transitsystem an die andere Oberfläche. Naja, ein kleiner Logikfehler.